Das Taunus-Wunderland in Schlangenbad ist um eine Attraktion reicher. Knall und Fall heißt die neue, noch nie dagewesene, 17 Meter hohe, atemberaubende Schweizer Weltneuheit. Kaum erwarten konnten es die Besucher, die Kombination aus Freefall Tower und Schaukelschiff endlich auszuprobieren. So, hereinspaziert. Dann war es soweit, die erste Jungfernfahrt für die Besucher im Knall und Fall. Das Besondere an dem Turm ist, dass er rechts und links schwankt, nach vorne fällt. Er ist nicht nur, dass er runterfällt, sondern er schießt nach oben ab und im gleichen Moment zieht er auch schon wieder runter. Und das ist die Besonderheit an dem an unserer Neuheit Knall und Fall. Und wie gefiel den Besuchern die erste Fahrt in der neuen Sensation? Ja, eigentlich ganz gut. Also man muss jetzt sich nicht großartig festhalten, aber es ist eigentlich ganz schön. Sagen wir mal so, im jüngeren Alter konnte ich mehr vertragen. Heute war es für mich gerade richtig. Ja, es war schon ein ganz komisches Bauchgefühl, dadurch, dass es dann doch relativ schnell hoch und runter geht. Aber es war ein tolles Gefühl. Bereits seit 1968 existiert der mitten im Wald liegende ursprüngliche Märchenwald und Streichelzoo, damals teils noch mit exotischen Tieren wie Affen. 1998 übernahm die europaweit agierende Schaustellerfamilie Otto Barth den Park. Als traditionelle Familie mit großer Erfahrung gestaltete sie aus einem Märchenwald den attraktionsreichen Freizeitpark Taunus Wunderland. Über 30 Attraktionen lassen die Besucher auf Erkundungstour gehen. Hier ist für jeden etwas dabei. Während die einen die waghalsige Achterbahnfahrt im Taunusblitz genießen oder sich in einer abenteuerlichen Fahrt aus 22 Metern in der Wildwasserbahn in die Tiefe stürzen, gibt es neben den zahlreichen Fahrgeschäften auch jede Menge Attraktionen zum Staunen, Rätseln oder sich im Märchenwald verzaubern zu lassen. Auch für die Allerkleinsten gibt es eine Vielzahl an Angeboten. Hier kann nach Herzenslust gespielt, getobt, sich im Wasser nass gespritzt oder eine aufregende Fahrt in der Westerneisenbahn erlebt werden. Wunderland macht hungrig. Wie hier am Wunderland-Snack oder im Panorama-Restaurant wird den Gästen auch ein Grillplatz zur Verfügung gestellt. Dann steht einem Besuch nichts mehr im Wege. Von Ende März bis Ende Oktober steht das Taunus-Wunderland von 9:30 Uhr bis 18 Uhr täglich für seine Besucher zur Verfügung.